Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Das mit dem Level hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich dachte. Ich habe kein einziges Level bekommen. Wir versuchen es einfach erstmal so. Und schauen, was passiert. Da ich hier im Moment, also ich weiß nicht genau, wo man sich hier aufleveln soll. Und ich war länger her, da ich das gezockt habe, deswegen, also. Was ist das hier? Durch mysteriöse Kraft versiegelt. Okay. Hier geht's weiter. Okay. Dann schauen wir doch mal. Da kommen wir ja her. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Da kommen wir auch nicht durch. Also scheint es wohl hier lang zu gehen. Jo. Hier ist ein Save Point. Ja. Dann nutzen wir einfach mal eine Unterkunft. Speichern vorsichtshalber mal ab. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Tod den Feinden der Mystiker! Dieser nette Herr ist unser Boss, genau. Ich weiß nicht, wie das mit dem Damage ist, ob ich hier, wir gucken mal, dass wir ihn einfach besiegt kriegen, also. Versuchen es zumindest. Kommt ein Blubberbläschen angeflogen. So. Gucken wir mal. Nice Damage. Aber da kommt schon der Zyklon. Als ob ich dich jetzt angreife, Kollege. Niemals. Malik hat auch nochmal einen Pot. Ich glaube, Luca. Egal. Nee, Kollege. Weil der Gegenangriff von ihm ist sehr stark. Also da kann man echt schon Schwierigkeiten bekommen. Wasserzyklon, ja. Geht noch. Ist nicht so mega stark. Aber es reicht, ne? Also es macht schon 70 Damage. Was dementsprechend auch relativ viel sein kann. Ja, gewiss. Was auch immer. Was sollte das gerade? Greif ihn nur Blitz an. Dann machen wir mal eine Heilungsrunde. Ihr seht, er hat schon wieder den Gegenangriff vorbereitet. Aber Male nochmal heilen.
Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Oh, okay, er hat nichts gemacht. Das ist sehr gut. Male kriegt nochmal ein Tonic Medium. Und dann... warten wir weiter ab. Ne? Okay. Ein wenig Heilung muss halt sein, ne? Wir warten ganz gemütlich, bis er wieder... genau. Gegenangriff, Pause. Dann, das hier noch eben drauf. Auch wenn er, glaube ich, gerade ein bisschen gebackt ist. In seiner Position da, in seiner Haltung. Und damit würde ich sagen, Heckran ist vernichtet. Wir erreichen unsere nächste Stufe. Jeder von uns. Natürlich. Und wenn der große Magus, der vor 400 Jahren Lavos erschuf, die menschliche Rasse nur vernichtet hätte, dann wäre die Welt in den Händen der Mystiker. Bom. Damit hat Heckran das Zeitliche gesegnet. In der mittleren Ära schuf Magus Lavos, der die Zukunft unseres Planeten zerstören würde. Wenn wir die mittlere Ära besuchen und Magus beseitigen, wird das die Geschichte verändern? Wir könnten das Tor auf Lenas Platz benutzen. Okay. Ja, springen wir mal rein, ne? Flup, flup, flup. Doch, bevor wir da hingehen, heilen wir uns nochmal eben. Speichern machen wir nachher. Gehen wir nochmal zu Lukas, Luca ins Haus. Hallo. Luca und Taban haben nur für ihre Kinder Reihenzeit. Ah, da war der Taban doch. Hier haben wir heute eingenommen. Oh, wie nett von dir. Okay. Ich weiß, dass es hier noch irgendwann was zu holen gibt. So, hier haben wir die Küche. Aber da ist, glaube ich, im Moment nichts. Doch, da hier. Oh, ihr kommt gerade recht. Du hast eine Taban-Weste erhalten. Mein bestes Stück, die stärkste Verteidigung für meine Tochter. Das werden wir jetzt sehen. Ullala, Geschwindigkeit plus 2 und Schutz gegen Feuer. Ja, nehme ich doch. Hey Luca, ich würde sie gerne öfter sehen. Meine Erfindungen würden ihr gefallen. Hast du noch was für mich, Alter? Okay. Dann wohl eher nicht. Sehr gut. Wir gehen mal kurz in den Laden hier hinten. Und Fritz, hereinspaziert. Nein, ich verdanke dir so viel. Du hast meine Haut gerettet. Mann, saß ich nicht hinter. Ich ging auf eine Geschäftsreise und wurde mit einer Diebesbande zusammen eingesperrt. Die Funktionäre wollten mich ohne eine Verhandlung hinrichten, was wohl in sie gefahren ist. Wir stehen tief in eurer Schuld. Nochmals danke. Das sollte Papa nicht erfahren. Hey! Papa! Hart am Arbeiten? Aber natürlich, oder? Ja. Okay, also gut. Ich schulde dir was. Nun halt, zum Geschäft. Bitte kaufe, was immer du möchtest. Hier haben wir auch nochmal Sachen, die wir einkaufen können. Aber auch nochmal früher. Und da können wir noch 6 Stück. Aber das haben wir ja alles schon und von daher, danke. Gut. So. Dann speichere ich jetzt mal eben fix. Mal
Die Musik, glaube ich, noch ein Ticken leiser. Ich glaube, ist ein bisschen zu laut. Oder auch nicht. Gut, wir gehen auf Lenas Platz. Servus und guten Tag. Was geht ab? Was für uns noch verführt, haben wir den Krieg gegen einen bösen Magier gewonnen. Ah, ja, Magus. Ich hasse Feste. Kennst du schon den neuesten Klatsch? Nö. Und uns gesagt, der König ist in Sorge über sein... Ah, okay. Ja, ja, ja. Also, wir sollen das Portal hier benutzen, sagte sie, oder? Sehe ich das richtig? Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal hier aus. Sind wir hier? Zur Friedensschlucht? Nein. Oder? 600 AD ist doch eigentlich... Ja Leute, würde ich sagen... Bauen wir ja nicht hin. Dann würde ich sagen, wir gehen mal einfach mal zur Friedensschlucht, ne? 600 AD. Vor 400 Jahren also. Guardia-Wald. Naja. Hier haben wir noch ein paar Gegner. Ein paar Gegnertypen. Die wir aber schon kennen. Oder haben die sich verbessert? Ich weiß gerade gar nicht. Wer meldet sich? Nach diesem Zyklon. Nö, sie haben sich nicht verbessert. 22 Erfahrungspunkte gibt es. Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Was geben die hier? Normalerweise müsste ich ihn da oben auch noch treffen, ganz ehrlich. Sehr gut. Ob wir ein bisschen was erhalten. Aber... So, hast du irgendwas Neues, Kollege? Kein Schaufel mit so einem... Nee, immer noch das gleiche, was wir eh schon haben. Gehabt haben. Wir gehen mal zu der netten Brücke, die hier unten ist. Vielleicht ist sie mittlerweile ja wieder Senanbrücke. Moin. Unsere Nahrungsvorräte sind verbraucht. Ist bereits Nachschub aus Schloss Guardia eingetroffen? Bin zur Neige gegangen. Wir können Magus Armee nicht alleine besiegen. Unsere Hoffnung ruht auf dem Helden. Indem sie einen Schutzring um den Helden bilden, brachte unsere besten Ritter die feindlichen Linien. Ich habe diese Geschichte über den Helden und sein Amulett nie geglaubt, und nun ist er die einzige Hoffnung. Hat der Held allein die Stärke, es mit Magos Armee aufzunehmen? Scheinbar sind unsere Ritter und Magos Truppen im Kampf mitten auf der Brücke, auf das wir siegen. Ja, ja, ja. Gut, sie wollen Futter, dann gucken wir uns mal, ob wir da nicht irgendwas machen können, ne? Der Guardia-Wald. So, schauen wir doch mal. Kommen wir hier so rum? Jawohl. Ohne Feindkontakt. Jetzt einmal ins Schloss Guardia. Halt! Wer wagt es? Oh, ihr seid es wieder. Ja, wir sind's. Der arme Koch muss sowohl die Front mit Essen versorgen, als auch den König gesund halten. Was? Mein Bruder, er... Das kommt davon, wenn man denkt, man sei der Einzige, der für sein Land kämpft. Hey, hört auf zu meckern, werdet erwachsen. Müssen den König gesund pflegen. Punkt, Punkt, Punkt. Sei ruhig, was weißt du schon? Halt! Oh, was ist denn jetzt los? Nimm das hier mit. Einmal Rauchfleisch. Und das hier ist für euch. Nehmt es. Kraftpille. Kraftpillen sind immer schön.
und sagt diesem Narren, er möge gesund zurückkehren. Ei, ei, Capitano. Ja, würde ich sagen, benutzen wir mal die Kraftpille, ne? Und zwar auf dich, mein Freund. Gut, liebe Leute, der Part ist aber auch schon wieder vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Chrono Trigger. Also, bis nachher.